Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Regionalsendung am Freitagabend, wie gewohnt bei BLK TV. Am Beginn eines langen Pfingstwochenendes, was uns ja jetzt bevorsteht, starten wir in Weißenfels mit unserem ersten Thema. Am Mittwoch wurde dort der Gemeindepsychiatrische Verbund des Burgenlandkreises gegründet. Um was es dabei genau geht, das erklärt Ihnen jetzt meine Kollegin Maut Mittag. Der Gemeindepsychiatrische Verbund Burgenlandkreis, kurz GBVBLK genannt, ist gemäß des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Personen mit einer psychischen Erkrankung des Landes Sachsen-Anhalt ein Zusammenschluss von Leistungserbringern und Kostenträgern und weiteren Kooperationspartnern auf dem Gebiet des Burgenlandkreises. Am Mittwoch hat der Landrat Götz Ulrich und die Psychiatriekoordinatorin des Burgenlandkreises Cornelia Hoffer zur feierlichen Gründung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes des Burgenlandkreises eingeladen. Erstens Ihnen die herzlichen Grüße von unserer Ministerin Grimbenne und unserer Staatssekretärin übermitteln. Und zweitens auch meine und die Glückwünsche unseres Hauses dafür, dass Sie als erster Landkreis in Sachsen-Anhalt einen gemeindepsychiatrischen Verbund heute feierlich aus der Taufe heben. Dafür herzlichen Glückwunsch und das freut uns sehr. Neben den Grußworten und den Impulsreferaten erfolgte die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. Der Verbund stellt Menschen mit einer psychischen Erkrankung und ihr soziales Umfeld in das Zentrum seiner Bemühungen. Die Kooperationsvereinbarung sowie die Zusammenarbeit im Verbund knüpfen an bestehende Erfahrungen und Netzwerke an und folgen dem Leitsatz: Niemand soll verloren gehen, keiner kann's allein. Der Hilfsverein für psychisch kranke Nauburg e.V. hatte für die musikalische Untermalung gesorgt. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Niemand soll wegen Art und Schwere seiner Erkrankung ohne Hilfe bleiben oder sogar abgewiesen werden. Dabei ist wenigstens ein Mindestmaß an Hilfeleistung bei einem konkreten Hilfebedarf anzustreben. Und die Verbundpartner sind sich ihrer diesbezüglichen Verpflichtung bewusst. Was gibt es Neues im Burgenlandkreis? Wir sagen es Ihnen kurz und kompakt im Nachrichtenblock. Aktuelle Verkehrsmeldungen aus dem Kreis. Die Zufahrt von der Bundesstraße B87, Naumburger Landstraße nach Possenhain, ist aufgrund eines Brückeneinsturzes gesperrt. Auch in gegenseitiger Fahrtrichtung kann der Possenhainer Weg nicht genutzt werden. Darüber informierte das Straßenverkehrsamt des Burgenlandkreises. Die Straßensperrung ist zunächst bis zum 22. Juni vorgesehen. Die Weißenfelser Damaschke-Straße ist im Abschnitt zwischen Haus Nummer 1 und 7 seit dem 22. Mai komplett für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung gilt bis zum 2. Juni. Vor Ort wird im Auftrag der Stadt die Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut. Die Umleitung erfolgt über die Säumestraße, am Sausenhölzchen und am Kugelberg. Romantisches Lesekonzert. Ich sehe dich in 1000 Bildern. Unter diesem Motto findet am 31. Mai um 19 Uhr ein Lesekonzert mit Liedern nach Novalis im Weißenfelser Fürstenhaus in der Leipziger Straße 9 statt. Die Weimarer Literaturexpertin Christine Hansmann-Retzlaff liest Texte von Novalis. Auch Auszüge aus der Romantiker-Trilogie Planet Novalis von Autorin Gisela Kraft sind Bestandteil der Lesung. Begleitet wird Christine Hansmann-Retzlaff von Klavierspieler Andreas Korn und Sängerin Alena Maria Stolle, die unter anderem Werke von Franz Schubert und Max Reger zum Besten geben. Tickets sind für 8 Euro an der Abendkasse erhältlich. Das Lesekonzert wird organisiert vom Literaturkreis Novalis Weißenfels. Zeitz wirbt mit Imagekampagne.
Unter dem Motto Zeitz, die Kleinstadt, wirbt die Stadt an der Elster in den nächsten Wochen und Monaten um neue Mitbewohner aus dem Umland. Nach einer öffentlichen Ausschreibung hat eine Berliner Werbeagentur den Zuschlag zur Umsetzung erhalten. Die Stadt erhielt hierfür rund 53.000 Euro an Fördermitteln aus dem sogenannten STARK-Programm. Das Konzept wurde gemeinsam durch Stadtverwaltung und Vertretern aus den Stadtratsfraktionen entwickelt. Bei der visuellen Umsetzung der Kampagne kamen echte Zeitzerinnen und Zeitzer vor die Kamera. Wir haben Zeitzer Originale gefunden, die sprichwörtlich mit ihrem Gesicht weit über die Stadtgrenzen hinaus für ihre Stadt werben. Ich finde, besser kann man Werbung und Authentizität nicht miteinander verbinden. Vielleicht erkennt der eine oder andere die Gesichter wieder. So ein stolzer Oberbürgermeister Christian Thieme zum Start der Kampagne. Am 29. Mai startet Konstantin Zülske mit seinem Fahrrad um über 9 Monate 15.000 Kilometer durch mehr als 10 verschiedene Länder von Deutschland bis nach Südindien zu reisen. Da hat er sich was vorgenommen. Und er möchte in Schulen, Universitäten und Medien auf das weltweite Sterben des Bodens aufmerksam machen. Wie kommt man als junger Mensch zu so einer Idee, 15.000 Kilometer am Stück, sage ich jetzt mal, mit dem Fahrrad zu fahren? Also ich fahre Fahrrad schon sehr lange und sehr gerne. Von daher hatte ich da sowas immer im Kopf, Fahrradreisen zu machen. Und ich habe auch die letzten Jahre schon Fahrradreisen gemacht. Aber mein eigentlicher Hauptaugenmerk auf der Reise liegt eben darauf, dass ich Teil der Kampagne Rette den Boden bin. Und ich habe schon viele Vorträge über den Boden gehalten und über das globale Bodensterben und auch mit vielen Freunden darüber geredet. Und alle sagen immer, Mensch, das ist toll, das ist fantastisch, wir müssen was tun. Und dann legen sie sich schlafen. Also habe ich gedacht, diesmal mache ich vielleicht was, was die Leute ein bisschen aufweckt und was ein bisschen mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ich möchte auf dieser 15 Kilometer Fahrradreise einfach verschiedene Schulen und Universitäten besuchen, um über das Thema Bodensterben zu reden. Denn 52% der Böden auf der Welt sind bereits degradiert. Und die Wissenschaftler der Vereinten Nationen sagen, es ist in 20 Jahren bis zu 90% sein könnten an Boden, die wir verlieren. Und das ist natürlich kein Szenario, in dem irgendjemand von uns leben möchte. Das heißt, dass wir wesentlich weniger Nahrungsmittel produzieren werden auf der Erde, dass unsere Biodiversität verloren geht, auch Klimawandel, Wasserknappheit. Über all diese Probleme kann man nicht reden, wenn man nicht über den Boden redet. Und es redet niemand darüber und deswegen möchte ich versuchen, das ein bisschen zu ändern auf der Fahrradreise. Aber wäre es da nicht wichtig, gerade hier in Deutschland drüber zu reden und nicht ins Ausland zu fahren? Also die Rette den Boden-Bewegung ist eine globale Bewegung. Wir möchten 3,5 Milliarden Menschen auf der Welt aktivieren. Das ist die Hälfte der Weltbevölkerung. Ich sage immer, es ist kein hohes Ziel, denn es ist nur die Hälfte. Es geht einfach darum, ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich über den Boden reden und über ihre Stimme erheben. Und in Deutschland haben wir schon viel gemacht. Wir haben super viele Volunteers hier vor Ort, die fantastische Aktionen schon gestartet haben. Ich denke, ich möchte einfach meine Passion Fahrradfahren verknüpfen mit dieser Safe Soil Kampagne. Und ich denke, das gelingt mir am besten, wenn ich nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen Ländern der Welt so viel wie möglich reden kann und gleichzeitig Fahrrad fahren kann. Wie viel Zeit ist denn dafür eingeplant? Also ich möchte in Indien ankommen am 8. März. Das ist das Mahashivaratri Festival, das ist das größte spirituelle Festival in Indien. Ich habe nämlich auch schon 2 Jahre vorher in Indien gelebt, in einem Ashram, also in einem Yoga-Center. Und das ist ein Riesenfestival dort und ich möchte dort ankommen und mit den Leuten vor Ort feiern, die ich mittlerweile alle sehr gut kennengelernt habe und lieb gewonnen habe. Und losgehen wird es am 29. Mai, am Pfingstmontag. Von daher werde ich ziemlich genau 9 Monate und ein paar Wochen unterwegs sein. Das ist ein ziemlich straffer Zeitplan, aber ich denke, es ist zu schaffen. Das Ganze wird ja auch ein paar Euro kosten. Wie finanziert sich das? Also ich bin eigentlich hauptberuflich Straßenmusiker und habe die letzten Jahre eigentlich schon darauf angespart. Es wird auch eine Fundraising-Kampagne geben, beziehungsweise gibt es die schon. Die habe ich gestern hochgeladen. Und für alle Leute, die dafür spenden möchten, wäre ich natürlich super dankbar, denn es geht nicht nur darum, irgendwie Fahrradreparaturen unterwegs vorzunehmen oder mir Essen zu holen oder sonst was, sondern es geht auch einfach darum,
Events vor Ort gestalten zu können und so viele Menschen wie möglich erreichen zu können. Was nur geht, wenn ich die nötigen Ressourcen habe, um auch Menschen zu erreichen, E-Mails zu schreiben und einfach auch die Zeit aufbringen kann, mich darum zu kümmern. An und für sich habe ich schon genug angespart, aber ich zähle natürlich auch auf Leute, die unterstützen können, und das würde mich riesig freuen und wäre ich riesig dankbar für. Das ist also auf jeden Fall da. Ansonsten nehme ich auch meine Gitarre mit und werde auch unterwegs nochmal Straßenmusik machen und vielleicht auch noch da das ein oder andere Taschengeld verdienen. Bei ähnlichen Events gab es dann ja auch immer Leute, die gesagt haben, da will ich mal ein Stück mitlaufen oder mitfahren oder sowas. Gibt es da schon irgendwelche Reaktionen, dass sich vielleicht schon welche angemeldet haben, die gesagt haben, ich begleite dich? Ja, das ist richtig. Ich habe zwei sehr gute Freunde von mir, die die ersten zwei Tage mit mir mitfahren werden. Und die drehen dann aber wieder um nach zwei Tagen. 15.000 Kilometer ist ihnen ein bisschen zu lang, was ich verstehen kann. Aber ja, es gab auch schon einige Fahrradfahrer, die auch für diese Rette den Boden-Kampagne Fahrrad gefahren sind, die ich in Indien kenne. Und die werden bestimmt auch daran interessiert sein, ein paar Kilometer mitzufahren. Ansonsten bin ich grundsätzlich erstmal alleine unterwegs. Ich habe aber auch noch eine Freundin, die ich auch im Isha Yoga Center in Indien kennengelernt habe. Sie wird die gleiche Strecke ungefähr fahren, aber in einem Campervan, den sie sich jetzt dieses Jahr gekauft hat. Und wird mich auch das ein oder andere Mal begleiten und mich treffen. Und sie möchte in ihrem eigenen persönlichen Projekt einen Dokumentarfilm darüber drehen, über diese Reise. Das heißt, ich habe jemanden, der ein bisschen im Hintergrund ist, wo wir gegenseitig uns wissen lassen, dass wir da sind. Von daher sind wir auch nicht ganz alleine. Gibt es Pläne, irgendwie regelmäßig Kontakt nach Deutschland zu halten, dass man immer mal erfährt, zum Beispiel durch die sozialen Medien, wo ist er gerade? Ja, also ich bin natürlich aktiv auf sozialen Medien, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Ich plane auf jeden Fall mal schauen, wiefern ich das schaffen kann, dass es jede Woche oder alle zwei Wochen ein kleines Video-Update von mir geben soll, wo ich einfach sage, wo ich bin, was ich gerade mache. Von daher, über soziale Medien können alle Menschen mit mir in Kontakt treten. Cycling for Soil ist der Tag für alle möglichen sozialen Medien. Ansonsten bin ich natürlich mit meinen Freunden in Kontakt und mit meinen Eltern. Kann ich sie natürlich auch gerne wissen lassen, wo ich bin. Apropos Eltern, was haben denn die dazu gesagt? Meine Eltern sind da recht locker, also solange ich hier nicht auf der Tasche liegen, sind sie eigentlich so, dass ich alles machen kann, was ich will. Und sie wissen, dass ich auch Bodenkunde studiert habe. Sie wissen, dass es mein Herzensthema ist und dass ich das tun will. Und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass sie mich da unterstützen, in jeglicher Hinsicht. Dann wünsche ich eine gute, vor allem unfallfreie Fahrt. Ja. Dass viele darauf anspringen und sich das auch anhören. Wir stehen ja jetzt hier vor der Schule. Ich hoffe, dass nachher der Raum brechend voll ist mit Schülern, die sich das an. Und ansonsten gute Fahrt, ja, und glückliche Heimkehr. Dankeschön, all das wünsche ich mir auch und Ihnen auch viel Glück. Danke für das Interview, hat mich sehr gefreut. Danke. Brühl Cinema, Ihr Kino im Herzen von Zeitz, mit neuen Angeboten und aktuellen Blockbustern. Großes Kino zum kleinen Preis. Ihr Brühl Cinema. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Jetzt bei Radio Saalewelle. Thank you.
Warum war die Sonne so wichtig für die Menschen der Jungsteinzeit? Das wird bei einem Besuch im Sonnenobservatorium Goseck erklärt. Wann Sie die Führungen erleben können, das sagen wir Ihnen jetzt in unseren Veranstaltungstipps. Am Pfingstwochenende präsentieren die Winzer und Anwohner zwischen der Kurstadt Bad Kösen und dem Weindorf Rosbach ein rauschendes Fest rund um den eigenen Wein. Auf der 6 Kilometer langen Wegstrecke können Weinfreunde sowohl bei bekannten Weingütern als auch bei zahlreichen Winzern einkehren, die ihren Wein im Nebenerwerb oder als Hobby anbauen. So kann man direkt vor Ort verkosten und erfährt mehr über die Menschen, die die Weine herstellen. Bis Oktober kann die Zeit zur Stiftsbibliothek an jeden letzten Samstag im Monat im Rahmen einer öffentlichen Führung besichtigt werden. Die Führung gibt einen Überblick über die Geschichte der einzigartigen, institutionell mit verschiedenen geistlichen Institutionen in Zeitz verbundenen Büchersammlung und Archivbestände, deren Anfänge in das Spätmittelalter datieren. Dazu gehören Handschriften und Drucke aus 1500 Jahren Buchgeschichte. Die Schwerpunkte der Ausführung gelten Aspekten der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Buch- und Bibliotheksgeschichte. Nightwash bringt die frische Stand-up-Comedy angesagter Comedians und Newcomer überraschende Show-Einlagen gepaart mit dem allerbesten Publikum auf die Bühne. Jede Show ein Unikat auf höchstem Niveau. Hier bleibt garantiert kein Auge trocken. Comedy der Extraklasse. Begeben Sie sich auf eine Reise in die Jungsteinzeit und lernen Sie das Leben der ersten Bauern und einen ganz besonderen Ort kennen. Die Kreisgrabenanlage von Goseck. Vor etwa 7000 Jahren haben sich die Menschen dort zu bestimmten Zeiten versammelt, Feste gefeiert und Rituale zelebriert. Die Anlage ist nicht nur archäologisch, sondern auch astronomisch interessant. In der Michaeliskirche finden die unterschiedlichsten Konzerte statt. Dabei reicht das Angebot von Orgelkonzerten bis hin zu großen Orchesterwerken. Unter der Leitung von Kirchenmusikerin Johanna Schulze erleben Sie mit dem Zeitzer Klarinetten- und Saxophonensemble einen wundervollen Abend. Waschen, schneiden, föhnen und fertig ist der neue Look auf dem Kopf. Nein, aber so einfach ist es dann doch immer nicht. Nämlich zum festlichen Anlass, da gehört auch die richtige und sehr gepflegte Frisur. Meine Kollegin, die Küsten-Uli, die ist wieder losgezogen und hat für die richtige Haarpracht einen Tipp für Sie. Moin Moin, ihr Lieben, wir sind wieder im Burgenlandkreis bei euch unterwegs und es geht um das Thema Festlichkeiten. Ja, und Festlichkeiten, da geht es auch um eine schöne Frisur. Wir sind hier im Laden Herbtrend. Und die liebe Jenny, die hier arbeitet, die, moin moin Jenny, hi, die macht uns heute auf die Schnelle, Jenny, weil wir nicht so viel Zeit haben, genau, so ganz schnell mal, wie man gut aussieht am Kopf, dass man dann auch an Feierlichkeiten teilnehmen kann. Und wir starten jetzt einfach mal eben. Friseur Herbtrend hat mich jetzt ganz, ganz toll und in der Stelle geföhnt mit einem Zauberstab. Zeig ihn nochmal. Sie benutzt eine ganz besondere Bürste, die kann man natürlich auch für sämtliche Haarlängen, für die jungen Bräute zum Beispiel, genau, oder so benutzen. Und das hat sie ganz toll gemacht. Ich habe richtig viel Haar jetzt hier auf dem Kopf. Ja, und wie gesagt, also Herbtrend bietet noch vieles, vieles andere, aber das erfahrt ihr noch im weiteren Interview. Von meiner Chefin, der Heidi. Genau, die kommt dann. Genau, und vielen Dank, Jenny. Das ist schön. Und jetzt zeigen wir noch was. Genau. Bleibt dran. So, liebe Jenny, jetzt stehe ich mal hinter der Kamera.
weil die Manu bekommt jetzt eine Hochzeitsfrisur. Auf die Schnelle mal eben, damit wir nochmal so ein bisschen zeigen, was man machen könnte. Wir haben ja gesehen, die langen Haare. Und du hast jetzt praktisch oben, was hast du gemacht? Ein Teil von einem Franzosenzopf und ja, dann einfach nur ein bisschen gezwirbelt und auseinandergezogen und zusammengesteckt. Einfach, ja, schlicht und einfach. Ja, so wie das heute auch ist. Genau. Denn die heiraten ja heute auch, das haben wir gerade gehört, mit einem schönen Abend, mit einem schönen Hochzeitskleid und darüber gibt es eine Jeansjacke und kleine, ja, Sneakers. Und deswegen haben sich natürlich auch die Frisuren, denke ich, so ein bisschen verändert. Jenny, was kannst du sagen zu den Hochzeitsfrisuren allgemein? Was ist der Wunsch der Mädchen? Also es kommt immer darauf an, wie das Kleid ist, wie, ja, die Braut den Wunsch hat, ob es elegant oder nur ein paar Beachwave-Locken. Also elegant ist meistens locker an locker, ja, hochgesteckt, sehr elegant, mit was drin, boah. Na, Blüten oder. Und dann gibt es halt natürlich auch, wie du sagst, die ausgefallenen Kleider, wo die Jeansjacke und die Sneakers drunter sind. Die haben halt bloß einen Blumenreifen drin, Bobby Trail, fertig. Wir warten. Da muss es nicht sein. Wir warten mal auf das Ergebnis ab jetzt, was du uns da zauberst. So, Kamerafrau Manuela, wie fühlen Sie sich denn so als Braut? Sehr schön. Wunderbar, dann kannst du ja heute Abend zum Feiern gehen, ne? Genau. Wir werden das Ganze nochmal eben von hinten filmen. Sehr, sehr schön. Jenny, du hast da noch kleine Perlen reingesteckt. Genau. Ja. So als festliche Frisur. Man kann natürlich jetzt hier unten unter dem Haaransatz, wo die Steckfrisur, noch ein Schleier oder je nachdem, ja, wie der Wunsch ist der Kundin. Und was für eine Veranstaltung das ist. Genau. Also es sieht ganz toll aus. Wir sagen danke, danke, danke. Bitte, bitte. Ja, ihr Lieben, die Jenny vom Friseur Haartrend in Weißenfels. Wo sitzt seid ihr sesshaft? An der Pforte 6. An der Pforte 6, die hat uns heute richtig hübsch gemacht. Die Kamerafrau habt ihr ja schon gesehen, die habe ich heimlich gefilmt. Mhm. Die ist jetzt auch mal vor der Kamera durch euch. Ja. Und es hat ganz viel Spaß gemacht, hier bei euch im Laden zu sein. Und wie gesagt, ihr macht aber auch noch vieles anderes. Bei, genau, uns war das ja nur so die schnelle Nummer. Genau. Und was ihr natürlich auch noch macht, sind Haarverlängerungen. Genau. Und da gibt es die sogenannten Bondings. Genau. Wie das aber alles genau funktioniert. Dafür kommt ihr hier ins Geschäft. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann macht ihr das. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es mal gemacht. Und zwar auch hier, weil ich hatte einen Kurzhaarschnitt und war damit nicht so glücklich und habe das ganz im Übergang genutzt, genau, um dann praktisch wieder auf meine Bauchlänge zu kommen. Alle Farben gibt es da auch und dann kann man das anpassen. Ja, und wir freuen uns auf ganz, ganz viele nette Kundinnen, die hier kommen und sich hier verwöhnen lassen. Auf jeden Fall. Macht das bitte. Es ist wirklich richtig schön hier. Man fühlt sich richtig wohl. Und die liebe Jenny und ihre Kollegin sind auch gerne für euch dann in der Zeit von montags bis samstags. Auch montags geöffnet? Ja. Von? Wir haben von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 14 Uhr geöffnet für euch. Super. Und dann schaut einfach rein. Wir freuen uns auf uns. Sag mal, genau, wie sieht das aus? Hast du noch einen Tipp für uns bezüglich Pflege für unser Haar? Also, ich tue euch was für eure Haare rein. Und zwar, das ist ein Intensiv-Ansatz-Volumenspray. Das sprüht ihr auf den Ansatz drauf, frisiert das ganz normal und ihr habt den ganzen Tag Volumen. Und eine Texturmattpaste, die kannst du ins Trockenhaar machen, dann kriegst du ein bisschen mehr Feinheiten, die wird nicht hart, die kannst du nach 2 Stunden wieder ganz anders stylen, wie du möchtest. Super, das ist super, super. Das kann man auch alles käuflich bei euch erwerben. Genau. In größeren Formaten. Genau. Und du darfst hier natürlich auch was nehmen, was ich gepackt habe in der Nordsee. Ich nehme den. Super. Was für die Nerven. Wunderbar. Vielen Dank nochmal. Danke, macht's gut. Ich danke Ihnen. Fitness gibt ein gutes Gefühl, aber es fehlt die richtige Motivation? Wir haben sie. Sie erhalten einen Zuschuss von 100 Euro für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Damit fällt es leicht, regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt.
Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Wenn Sie jeden Morgen diesen Ausblick sehen und die Vögel zwitschern hören wollen, dann müssen Sie nicht in den Urlaub fahren. Kommen Sie nach Hunmölzen und erleben Sie den besten Ausblick über den Stadtpark. Schöne Aussichten, Wobau Hunmölzen. Der Künstler Leon Löwentraut, als Jugendlicher umstrittenes Wunderkind in der Szene, inzwischen etablierter Maler, dem sein Erfolg Recht gibt. Nur selten lässt sich der Künstler zu Auftragsarbeiten überreden. Warum er ausgerechnet für ein Casino in Monheim am Rhein eine Ausnahme machte, das erklärt er uns jetzt selbst. Exklusive Einblicke in die allerheiligsten Hallen des jungen Künstlers Leon Löwentraut. Sein Atelier in der Nähe von Düsseldorf. Viele Werke stehen und entstehen hier. Immer dann, wenn den erst 25-Jährigen die Muße küsst. Im Grunde genommen ist das Wichtigste für jeden Künstler, authentisch zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben, sich von der Meinung da draußen, wenn es jetzt nicht konstruktiv ist, sich nicht beeinflussen zu lassen. Und einfach ja, sich selbst treu zu sein und seiner Linie da weiter nachzugehen. Und jeder, der das tut, der wird auf Dauer erfolgreich sein. Seine Gemälde werden als abstrakt-expressiv bezeichnet. Sein Antrieb sei immer schon die Freude gewesen, die Gemälde bei Menschen auslösen. Seine Kunst wird geliebt von vielen. Aber auch Anfeindungen und teils harte Kritik musste Löwentraut früh einstecken. Gestoppt hat ihn das aber nicht. Im Gegenteil. Seine Kunst drängte eigentlich umso mehr in die Öffentlichkeit und formte ein Ziel. Kunst für jedermann zu erschaffen, die Berührungsangst aus der Kunst zu nehmen. Kunst ist wirklich etwas, was für alle Kulturen, für alle Schichten, für alle Menschen, also wirklich, dass man da 0,0 differenziert, wer kommt woher, wer ist wer, das ist alles irrelevant für die Kunst. Die Kunst ist dafür da, um alle Menschen zu erreichen. Wohl auch darum gehört Kunst für Löwentraut dahin, wo die Menschen sind. Nicht zwangsläufig in berühmte Museen, auch wenn das auch für ihn eine schöne Bestätigung ist. Im Landtag in Nordrhein-Westfalen hängt er neben Immendorf und Uecker. Offen zu sehen für jeden, Politiker und Besucher, seien es Rentner oder Schulklassen. Ich finde es einfach unfassbar wichtig, dass man Kunst im öffentlichen Raum positioniert. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die privat bei sich zu Hause Bilder von mir hängen haben. Und diese Menschen möchte ich jeden Tag dazu ermutigen, Lebensfreude zu verspüren, in den Bildern auch vielleicht jeden Tag was anderes zu sehen, Motivation dadurch zu tanken, auch in schwierigen Lebenslagen an dem Bild vorbeizugehen und sich zu sagen irgendwie, ja, was sagt mir das Bild, wo gibt es mir Kraft? So hat ihn seine Kunst bis auf die roten Teppiche der High Society gebracht. Natürlich ist er inzwischen prominent, nach all den Artikeln, Reportagen und vor allem dem Erfolg. Sein Auftritt hier bei der Neueröffnung eines Casinos in Monheim am Rhein hat aber andere Gründe. Für mich passt Kunst und Glücksspiel insofern zusammen, dass ich immer gucke, dass ich das Leben in die Kunst integriere, dass ich die Inspiration, die ich aus dem Leben schöpfe, in meiner Kunst verarbeite, dort meine Themen aufbringe. Ja, ich möchte, dass dieses Gemälde den Besuchern absolut positive Energie zurückgibt. Ich möchte, dass die Menschen sich mit der Kunst auseinandersetzen, vielleicht auch nochmal selber reininterpretieren, was sie in diesem Bild sehen und somit halt auch ja, positive Energie schöpfen für das Leben. Für Löwentraut läuft es jedenfalls. Der Künstler kann sich eigentlich nur noch selbst stoppen. Dafür aber, so Familie, Freunde und Vertraute, seien Leon und sein Team inzwischen zu gefestigt. Und seine Kunst, die ist jetzt da. Deutlich langlebiger jedenfalls als kurzes Glück im Spiel. Auch am langen Pfingstwochenende wird in der Region weiter aktiv Sport getrieben. Wo gespielt wird und um welche Partien es genau geht, das gibt's jetzt alles in unseren Sportansetzungen. In der Verbandsliga Süd laufen die Mannen vom SSC Weißenfels auf heimischen Rasen gegen die Kicker vom VfB Sangerhausen auf. Anpfiff ist um 14 Uhr. In der Landesklasse 7 kommt es am Samstag zu folgenden Ansetzungen.
ESV Herrengosselstedt gegen SG Einheit Halle, VfB Nessa gegen die zweite Mannschaft vom SSC Weißenfels. Am Pfingstmontag empfängt der ESV Herrengosselstedt das Team vom BSC Laucha und TSV Leuna trifft zu Hause auf die SG Einheit Halle. Und am Dienstag trifft der SV Braunschweig auf ESG Halle. Das waren Sie schon wieder, 30 Minuten Regionalmagazin am Beginn eines langen und hoffentlich erholsamen Pfingstwochenendes. Machen Sie das Beste draus, nützen Sie die freie Zeit und wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, schon gleich danach, nämlich am kommenden Dienstagabend zur gleichen Zeit hier bei BLK TV. Also, ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes, langes Wochenende. Machen Sie das Beste draus und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.